Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Grimoires 3, die vergessene Quelle. Hier ist Sabine die Cat. Und wir holen uns als nächstes mal Morph Nummer 10. Das ist hier im Baum. Und jetzt gehen wir zum Wasserfall. Something is shining behind the waterfall. It's broken. I can't repair it, but maybe real sunlight will do. So, dann haben wir auf der linken Seite eine Macheten. Dann gehen wir zurück. There is some kind of lift powered by the mill wheel. Gehen hier vor zum Banner. Auf Befehl von König Raphael soll das Dorf auf der Jagd nach einem gefährlichen Verbrecher durchsucht werden. So, wir schneiden mit der Machete das Banner mal ab. Dann gehen wir hier rechts rüber. Dann nehmen wir die Schnalle mit. Dann gehen wir links rüber. Jetzt haben wir die ganze Zeit das Tropfen hier im Ohr. Dann nehmen wir den Schirmständer mit. Mit der Machete können wir das abhacken. So, dann gehe ich nochmal zum Wasserfall. Angenehmer. Da können wir jetzt den Schirm reparieren. Da spannen wir das Banner drüber. Und mit der Angelrolle können wir das fixieren. Und den Schirm stellen wir jetzt hier auch gleich her. Dann können wir vorgehen. Nehmen den Schlüssel mit. Und gehen wieder zurück zum Dorf. So, das untere Türchen können wir öffnen. Die kriegen wir Tasche. Die schauen wir sich genau an, montieren die Schnalle. So, dann kriegen wir jetzt den unteren Teil von einer Holzfigur und den Schwimmer. Mit dem Schwimmer können wir jetzt den Schlüssel oben gleich durchstecken. Der fällt unten rein und schließen gleich mal die Tür oben auf. Rein in die Schule. So, das nächste Morph-Objekt ist hier oben. Dann gehen wir zum Wimmelbildspiel. Wir brauchen einmal alle Blätter hier zur Seite. Dann haben wir hier gleich mal den Anspitzer, die Puppe. Grüne Stifte brauchen wir 5 Stück. Da ist der erste, der zweite, der dritte. Dann haben wir hier den Abakus. Darunter den vierten grünen Stift. Tintenfass. Letzter grüner Stift. Hier oben ist die Halskette. Das Einhorn, Band, Buch, Herz, es fehlt noch das Pferdchen, da haben wir hier das Köpfchen, da hinten ist der Rest und der Winkelmesser ist hier. Dann kriegen wir ein Astronomiebuch, gehen gleich mal zum unteren Schreibtisch her, da haben wir die zweite Figur. Den zweiten Teil der Figur, die können wir jetzt zusammenfügen, ohne Kleber, ohne allem. Fügen wir gleich hier oben bei der Säule ein. Dann haben wir ein Rezept. Zeit zurück, dreht sauber. Macht den Alterungsprozess schnell rückgängig. Wird häufig für Reparaturen verwendet. Auch bei Damen sehr beliebt. Na dann, da kommt jetzt unsere Figur hin. Dann kriegen wir Waffeln. Und eine Sanduhr. Gehen zu der Tafel vor. Kann man ein Staubwedel und das Schneckenhaus. So, dann öffnen wir mal unseren Alchemiekoffer. Da können wir schon mal das einfügen und das einfügen. Uns fehlt noch eine Gerätschaft, die holen wir sich jetzt. Gehen nochmal rechts zu dem Haus her. Können wir wischen. Das nächste Wimmelbildspiel. Wir brauchen einen Schmetterling, der ist hier oben. Hühnerfüße. Vogelbeeren. Knuffi. Skorpion ist hier im Fläschchen. K
Kamille, Ingwer, Pipette, Mohn, Kerze, Auge und Schwammerln. So, jetzt müssen wir 12 Puzzleteile finden. Die haben wir hier. Tausche die Kacheln, um sie zu einer Landschaft zusammenzufügen. So, dann schieben wir das gleich mal. Achso, wir können nur so. So, und jetzt muss das noch hier rüber und dann sollte es auch fast passen. So, die zwei noch. So, dann kriegen wir einen Destillator. Den fügen wir da links an, den Destillierkolben. Da schmeißen wir jetzt die Lotussamen rein. Dann kriegen wir eine Lotusessenz. Die können wir gleich hier oben einfügen. So, dann gehen wir es wieder an. Ich fange gleich mal an mit Grün. Nehmen wir ein Rot. Und Blau. Noch mehr Blau. Und Rot. Rot haben wir fertig, jetzt kommen die braunen Sterne dran. Jetzt brauchen wir nur noch 4 grüne. Da haben wir hier mal 3. Dann schauen wir, dass wir die hier wegbringen. Und dann kriegen wir die grünen auch weg. So, dale. Genau im Limit. Dann kriegen wir einen Zeit-Zurück-Drehzauber. Dann gehen wir zu dem Mühlrad hierher. So, der Aufzug funktioniert wieder. Dann gehen wir hoch in die obere Etage. So, das Tor ist zu. Das ist der Flughase. Dann hier unten das nächste Morph-Objekt, Nummer 12. Schauen wir sich mal hier rechts das an. Links bei dem Loch, da können wir die Waffeln reinlegen. Dann können wir das drehen. Kriegen hier eine dreckige Scheibe. Gehen wir vor. Da kriegen wir einen Schöpfer. Dann gehen wir zurück. Links her. Mit dem Schöpfer können wir das hier rausholen. Dann kriegen wir ein Lösungsmittel. Gehen jetzt zurück Richtung Schule. Bei dem unteren Schreibtisch. Da gehen wir das Lösungsmittel drauf. Dann kriegen wir einen Greifer und ein Lineal. Mit dem Lineal können wir vorne bei der Tafel das öffnen. Haben wir einen Schwamm und einen Hammer. What was that sound? Did something happen outside? Ja, wir polieren jetzt mal unser schmutziges Tablett. So, jetzt gehen wir raus. Oh no, they found me.
Quick, use the fire to drive them out. I'll shield you, but I won't hold out for long. So, wir gehen vor. Nee, zuerst schlagen wir da das Fass. Das kippen wir um. Dann holen wir uns den Pfeil. Und jetzt zünden wir hier alles an. Was a close one. Wasn't it magic you just used? Yes. Isn't it forbidden? It is, mostly. But I've used it under your brother's authority, in the war with Sylvanair. You don't look like a soldier, and that mask doesn't improve your credibility. I had an accident with alchemical fire. Trust me, my lady. My face would not be a pleasant sight. Do not think I trust you. You couldn't be any more shady. I don't ask for your trust, m'lady. Just for a chance to prove I'm worthy of it. Do what you have to. I'll extinguish the fire before it spreads along the huts. So, wir gehen wieder einen Stock höher in die obere Etage. Links her zu dem Spiegel mit dem Greifer können wir sich das holen. Gehen jetzt hier wieder zum Ende des Baums. Spiegel, polierte Platte und das Amulett. So, jetzt legen wir mal hier unten das Amulett her. So. Hier oben den Frosch. Und hier den Spiegel. Was man wohin legt, ist im Prinzip egal. Also da ist frei, wenn ich da unten jetzt den Spiegel hergelegt hätte, wäre es auch egal. Das Endergebnis muss stimmen. So, wir gehen jetzt runter, schauen, was der so treibt. I'm just about finished with the fire. So, dann gehen wir zum Wasserfall. Da legen wir das Astronomiebuch her. Ordne die Sterne so an, dass sie die Sternzeichen aus dem Buch wiedergeben. So, die sehen hier andersfarbig aus. Und das sind jetzt die Sterne, die wir brauchen, hier für die Ecken. Wir können die schräg ziehen, den lassen wir gleich oben. Der muss hierher. Wenn es richtig liegt, hört man auch die Musik, das ist drin. Und der muss jetzt hierher. So, dann brauchen wir das Sternbild, das heißt, den ziehen wir mal rüber. Und den einfach jetzt runter. Und rüber. So, jetzt brauchen wir den hier. Den hier. Den hier. So, dann können wir reingehen in Sylvanias Versteck. Quite a place he had here. We should search it for clues. Why do you care? Didn't Raphael imprison you just like me? I was one of his spies. My mission was to catch Sylvanair. Well, obviously, I failed, and your brother didn't take it well. I am as concerned about his state of mind as you are. Besides, this whole Sylvanair thing is a matter of honor. So, wir suchen uns das nächste Chamäleon-Objekt. Das ist gleich mal hier links. Dann gehen wir links her. So, da kriegen wir Schilf und Grimoire-Siegel. Dann gehen wir nach rechts. Da finden wir jetzt nichts. Schauen wir oben hin. Dann mal Pilz Nummer 1.
Und ein Stern mit einer eingeschlossenen Erinnerung. Außerdem können wir jetzt hier das Siegel einfügen. Um mich vor dem Einfluss der Quelle zu schützen, habe ich meine Erinnerungen und Gefühle in speziellen Steinen eingefangen. Um sie zu lesen, muss ich den richtigen Trank herstellen und gieße die Mixtur in klares Wasser. Leider sind meine alchemistischen Fähigkeiten immer noch unzureichend. Ich hoffe, eines Tages werde ich meine Erinnerungen wiedergewinnen. So, wir haben jetzt hier einen Leuchtpilz Nummer 1, dann schauen wir hier oben her. Da haben wir Leuchtpilz Nummer 2. Wir reinigen gleich mal hier die Flasche. Dann kriegen wir einen Feuerstein. Außerdem ein Rezept. Wenn es ein Standardfilter ist, brauche ich Kohle, Sand und Kies. Dann gehen wir zu der Truhe hier oben her. Sylvanaire has a sister? He does indeed. Her name is Luvian. Your brother was quite fascinated by her. So, hier ist ein Rezept. Erinnerungstränen. Eine Mixtur, welche die Offenbarung von Erinnerungen ermöglicht, die an bestimmten Objekte gebunden sind. Sehr hilfreich bei der Heilung von Amnesie. Nur auf der Oberfläche von sauberem, klaren Wasser anwendbar. Schlaf jetzt sicher, o Bruder, von mir. Die hellen Sterne beginnen zu glänzen. Falls dunkle Geister deine Träume stören, werde ich an deiner Seite sein. So, dann können wir jetzt die Truhe öffnen mit dem Schlüssel. Kriegen Leuchtpilz Nummer 3. Eine Kristallträne und einen Bettwärmer. Mit den Pilzen können wir jetzt hier unten Licht machen. Kriegen wir Werkzeug und eine Schüssel. Gehen gleich mal wieder nach links. Mit dem Hammer können wir hier den Stein zu Kies zerschlagen. So, dann gehen wir nochmal rauf zu der Truhe. Auf der rechten Seite haben wir Sand, dann nehmen wir unsere Schüssel dazu. So, dann gehen wir zu dem Filter her. So, da brauchen wir jetzt Kohle, die ist in der Bettpfanne. Sand und Kies. Dann gehen wir zum Alchemiekasten. Ja, da können wir jetzt mal die Kristallträne. Eigentlich nur den Feuerstein. Gut. Gehen wir nach rechts her. Da können wir den Erinnerungsstein herlegen. Den können wir jetzt zerschlagen. So, jetzt brauchen wir den Mörser. Da können wir die eingefrorene Erinnerung zerstampfen. Die Kristallträne. Die Kristallträne wird zerstampft. Kriegen wir Kristallstaub. So, da kommt jetzt da unten her. Und oben kommt die eingefrorene Erinnerung hin. So, dann legen wir wieder los. So, man merkt, es wird immer kniffliger hier. Ein paar rote Sterne wären jetzt nicht schlecht. So, Hammer. Gut, dann haben wir einen Erinnerungstränen. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt wieder eine Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss.